Wie steht's eigentlich um die Evras-Aktie? Das wollte auch der Dimitro wissen. Und ja, also Evras hat eine Verlängerung seines ADR-Programms beantragt und hat das auch genehmigt bekommen. Das heißt, dementsprechend gibt es dort erstmal nicht das Problem mit der Konvertierung der Evras-Aktien. Das heißt, es gibt halt nicht die Tauschproblematik, aber die Aktie wurde natürlich auch vom Handel ausgeschlossen. Man kann sie sogar nicht in Russland handeln zum aktuellen Zeitpunkt. Das heißt, ich kann dir leider noch nicht mal einen Preis nennen, der momentan für die Evras-Aktie bezahlt wird. Die Bonds zur Evras-Aktie sind allerdings ziemlich unter die Räder gekommen. Also das sind die Informationen, die ich herausfinden konnte. Also machen Sie sich noch einen schönen Tag.